Hallöchen! Heute ist der Pocketblätter von der Limarion angekommen. Ich habe hier schon mal aufgeschnitten, habe aber noch nicht reingeschaut. Ich weiß aber schon, dass die Marion mir ein Living Dead Dolls Pocketblätter gemacht hat. Ja, Living Dead Dolls sind Grusel-Horror-Puppen zum Sammeln. Und ja, und ich sammle diese sehr gerne. Ich habe auch schon, glaube ich, ich weiß nicht, 50 Stück oder so. Ich weiß es gerade nicht genau. Ja, und ich bin schon mega gespannt. Und ja, schauen wir doch einfach mal rein. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Habt Erbarmen, bitte. Was haben wir denn hier? Oh, da sehe ich schon was ganz, ganz Schönes. Oha. Okay, ich bin jetzt schon sprachlos. Oh. Wow. Huch. Okay, der Pocketblätter ist jetzt schon wunderschön. Ja, ich packe mal hier ganz vorsichtig aus. Das ist ja auch mal cool eingepackt. Na, kriege ich das jetzt hier hin? Ich hoffe es. Der ist ja auch mal cool. Wow, vielen Dank. Ich lege den mal hier hin. So. Oh, ich glaube, da muss ich mal kurz eine Schere holen. Einen Moment. So. Ich glaube nämlich nicht, dass ich den Knoten mit so aufbekomme. Oh. Ach du meine Güte, ist der genial. Wow. Sorry Leute, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Oh mein Gott. Schau mal, ob ich das hier so richtig zeigen kann. Wow, einfach nur wow. Genau nach meinem Geschmack. Und du hast dir Sorgen gemacht. Der ist einfach nur der Hammer. Ja. Ihr seht ja, das sind die Living Dead Dolls. Mach mal kurz hier den Fokus an. Einen Moment. So, ich hoffe, es geht jetzt. So, das sind die Living Dead Dolls, die Horrorpüppchen. Das hier ist meine Lieblingspuppe. Die heißt Dawn. Habe ich der Marion auch erzählt. Und jetzt freue ich mich natürlich sehr, dass sie hier mit drauf ist. Ist auch so ein cooler Spruch. Wow. Hier unten weiter. Sehr schön. Oh, ich bin verliebt. Wow. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, ne? Das ist jetzt mein erstes Pocketblätter-Video und ja, mir fehlen jetzt hier die Worte. Wow, einfach nur wow. Marion, der ist echt super toll. Hast du dir völlig umsonst Sorgen gemacht? So, dann drehen wir das Ganze mal um. Das ist ja genial. Oh je, da wird jetzt ein Freund von mir wahrscheinlich Angst bekommen, weil das hier von The Ring nachgemacht ist.
Aber naja, gehe ich jetzt mal nicht weiter darauf ein. So, gucken wir uns mal hier die Goodies an. Kann man das jetzt rausnehmen oder? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Schauen wir mal hier. So wunderschöne Sticker. Ich nehme an, das sind Sticker. Sehr, sehr, sehr hübsch. Ich liebe Schwarz und Rot. Super ausgewählt. Huch, da rollt mir der Stift hier gleich weg. So, was haben wir denn hier? So ein Netzstoffteil. Ja, Netzstoffteil. Hm. Sehr hübsch. So, dann haben wir hier diese Deko-Teile. Kennt ja auch jeder, denke ich mal. Ich bin mir gerade irgendwie nicht sicher, ob man hier was rausholen kann oder nicht. So, dann haben wir hier noch... Oh Gott. Einen Moment, ich hole das mal eben kurz hier raus. So, den nehmen wir mal wieder hier ins Bild. So, haben wir hier so schöne Holzteilchen. Die habe ich, glaube ich, gestern noch in Teddy gesehen, aber ich war mir nicht sicher, ob ich die mitnehmen soll oder nicht. Und naja, so wie das halt immer ist, ne? Sehr, sehr hübsch. Vielen, vielen Dank. So. Dann haben wir hier noch einmal Washi-Tape. Auch sehr hübsch. Vielen Dank. Oh Gott. Immer hier so ein Rumgefuchtel. So. Haben wir noch Dekosteinchen, die mag ich sehr gerne. Kann man immer gebrauchen. Dankeschön. So, hier noch. Da kriege ich das jetzt raus hier. Ich möchte ja hier auch nichts kaputt machen. Das wäre eine Katastrophe. So, da haben wir noch so schöne Charms. Ganz nach meinem Geschmack. Echt toll. Dankeschön. So, zeige ich euch hier noch mal ein bisschen. Ja, von dem Film The Ring gibt es hier auch eine Horrorpuppe. Finde ich richtig cool. Die habe ich aber nicht. Noch nicht. Einfach nur ganz, ganz, ganz toll. Wirklich. Ich bin sehr, sehr begeistert. Ich zeige euch das hier nochmal. Fledermäuse sind so süß. Oh, sieht richtig toll aus. Wie mit diesem Blutspritzer oder Blutpfütze. Trick or treat. Oh, schön. Oh wow, ich bin mega begeistert. Und das jetzt hier vor der Kamera. Das finde ich auch sehr schön hier. Oh Mann, du hast dir Sorgen gemacht, Marion. Also wirklich unbegründet, sage ich nur.
Ja. Ach, sehr, sehr, sehr schön. Ja, ich bin Mensch, ich mag sehr gerne Gruselzeugs, Horror, schwarz, auch rot. Finde ich immer ganz, ganz toll und freue mich da immer sehr über solche Sachen. Ja, liebe Marion, also der ist wirklich ganz, ganz toll, dein Pocket Letter. Hast du super gut umgesetzt, das Thema. Ich freue mich sehr, 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 sehr. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und auch für die tollen Goodies. Ja, jetzt bin ich gerade überlegen. Zeige ich euch noch den Pocket Letter, den sie von mir bekommt? Ich denke mal schon. Der geht übrigens morgen auf die Reise. Ich schiebe das mal ganz kurz weg hier. So. Zeigt den euch mal. Ich habe den auch zwar schon in der Facebook-Gruppe gepostet, aber naja, ich zeige den jetzt hier einfach nochmal. So, dann hier. Der geht dann morgen auf Reisen. Ja, und ich hoffe, dass alles heile ankommt. Man weiß das ja mal nicht so mit der Post. Die gehen ja nicht so ganz vernünftig mit den Sachen um immer. Naja. Das war dann der Pocket Letter. So, ich gehe nochmal ins Bild. So. Ja, nochmal, Marion. Vielen, vielen Dank für diesen wunderschönen Pocket Letter. Ich freue mich sehr. Ja, ich hoffe, dir gefällt das Video. Das ist jetzt mein erstes Pocket Letter Video. Also habt bitte Erbarmen. So, da hat die Kamera mal wieder aufgehört zu filmen. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass mir das passiert. Ich habe keine Ahnung warum. Da muss ich mich nochmal genauer informieren, was das hier soll. Ja, auf jeden Fall danke dir nochmal, Marion. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.